So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Find bei Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Diesmal roter Stein, ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall nach Tagodana. Und zwar Kapitel 5, Mays Schloss. Normalerweise müsste ich jetzt eigentlich mir einen Charakter jetzt freischalten dafür. Meine ich. Könnte ich ja jetzt machen, weil wir haben ja jetzt durchgezockt, ne? Wenn du die Story mit mir verfolgt hast, dann weißt du auf jeden Fall, bist auf jeden Fall auf dem Neuesten. Ansonsten bräuchten wir jetzt nämlich einen Charakter, der, der richtig Power hat. Also der irgendwas kaputt smashen kann. Hier zum Beispiel, ne. Der ist hier auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Hier genau, Stärkegriff verwenden. Zum Beispiel. Ikomunika zum Beispiel. Das werde ich jetzt nicht tun, weil ich durchgezockt habe, ja. Ich habe die Macht des Geldes. Das bedeutet, ich kaufe mir jetzt einfach Superstärke. So, das heißt, jeder Charakter kann jetzt zum Beispiel große Lego Bildnisse einfach so mal niederprügeln, okay? So, weiter geht's. Wohin müssen wir? Nach Tagodana, genau. So, ab Kapitel 5, mal Schloss. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein roter Stein sein soll. Aber der ist auf jeden Fall recht schnell zu finden. So, Stecker habe ich aktiviert, denke ich mal. Habe ich, glaube ich. Also, ich habe es gekauft. Kapitel 5. Wer kennt es nicht? So, und da sind wir eigentlich schon gleich richtig. Bist du hier? Hast du alles richtig gemacht? Ah, kaputt. Und da ist der rote Stein. Einfacher geht's doch gar nicht, oder? Können wir gleich wieder abhauen. Also wirklich in diesem Teil, die meisten roten Steine, die sind so einfach zu finden. Das ist gar keine Herausforderung mehr. Das ist ein bisschen schade, aber naja, was willst du machen? Egal, ich habe einen neuen roten Stein. Ja, Mann. So, hab ich den Millennium Falcon. Na, mal kurz geguckt, was haben wir da gekriegt? Das ist Quatsch. Das, genau. Und was haben wir gekriegt? Start mal 6. Jawohl. Gleich kurft. Bin ich zwar wieder arm, aber jetzt geht richtig los mit der Knete. Ja. So viel dazu. Brr. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.